Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir... Ja. Wir gehen mal nach Tetralla jetzt. Alfred haben wir getroffen, genau. Wir haben Alfred getroffen, wir haben Loin wieder zusammengebaut und ja, alles toll. Nee, alles nicht toll. Ich habe gerade wieder... Gucken wir uns erstmal das Bild an. ああ。この街はこれからももっと大きくなるさ。みんなの気持ちが一つだからな。そうね。Ja, weiter geht's. Wir gehen jetzt nach Tetralla. Falls ihr euch fragt, warum ich jetzt nicht noch zum Beispiel nach Hima oder zum Katzdorf gehe, weil das wäre ja danach gekommen. Ja, da bin ich schon hingegangen. Allerdings hat mein Aufnahmegerät schon wieder, also mein Mikrofon, ist schon wieder entschieden, mal nicht meinen Ton aufzunehmen, obwohl ich extra darauf geachtet habe und es trotzdem irgendwie nicht passiert ist. Deswegen, ja, 20 Minuten später bin ich jetzt schon wieder hier am Aufnehmen und hoffe, dass es jetzt diesmal klappt, ohne irgendwelche Zicken. Das Gute ist, ich kann jetzt ein bisschen Zeit einsparen und... Ah nein, nicht betreten. Das Gute ist, ich kann jetzt ein bisschen Zeit einsparen und direkt dahin gehen, wo auch wirklich was passiert ist, weil ich bin in den ersten 10 Minuten hier durch Hima gerannt und im Katzdorf umgelatscht und da ist nichts passiert. So, und dann bin ich nach Meltokyo gegangen und da ist was passiert und da gehen wir jetzt auch hin. Ich hoffe wirklich, mein Mikrofon spackt jetzt nicht schon wieder ab, weil er drückt dann schon ein bisschen auf meine Laune. Und das ist nicht gut. Aber, upsala, Entschuldigung. In Tokio gab es dann wenigstens aber auch ordentlich was zu tun. Hier und da, deswegen, ja, gehen wir da ganz schnell hin. Und machen da ein oder zwei Sachen. Zack. So. Ungefähr nach 10 Minuten bin ich dann hier in diesen nach Meltokyo gegangen und habe keine Ahnung, mich hier umgeschaut und so weiß ich nicht. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist das hier. Warte, gib mir das ultimative Rezept. Das ist für meine Nachfolger. Was machst du da? Klapperamateure, die nichts vom Kochen verstehen, sollten sich da raushalten. Aber genau diese Amateure sind es, für die du kochst. Wenn du sie von oben herab behandelst, wirst du nie gute Speisen zubereiten können. Was hast du gesagt? Er hat recht, ich kann dieses Rezept niemandem anvertrauen, dem das Herz fürs Kochen fehlt. Leb wohl. Es gehen meine Planeten, die bauen mich. Pusch. Deinetwegen ist mir der Wunderkoch erwischt. Entwischt. Dafür wirst du bezahlen. Willst du kämpfen? Ja, ein Kochduell. Was? Also gut. Was? Ich wähle das Rezept aus. Also gut, Rindereintopf. Sehr gut. Riegels Kochkünste sind wie immer super. Verglichen damit fehlt irgendetwas in deinem Essen. Was? Die Gewürze sind lieblos zusammengewürfelt und der Kochtemperatur wurde wenig Beachtung geschenkt. Du warst nicht mit deinem Herzen dabei. Das ist unmöglich. Dein Stolz als Profi hat dich dazu geführt, dass du deine Fähigkeiten verloren hast. Jetzt verstehe ich. Ja, Entschuldigung, auf der Suche nach dem ultimativen Rezept habe ich meine eigenen Fähigkeiten überschätzt. Jetzt, da du es begriffen hast, werden deine Kochkünste wieder aufleben. Ach so, ja, ich muss weiter üben. Tschüss, ich muss gehen. Mein Land braucht mich. Dieser Koch wird sicherlich wieder Speisen zubereiten, die andere erfreuen. Kann mir mal jemand sagen, was wir beim Kochduell zu suchen haben? Das war ein unglaubliches Kochduell, Regal Bryant. Wow, er ist zurückgekommen. Als Zeichen eines Sieges in dem Kochduell habe ich ein Geschenk für Regal. Das ist... Du fühlst, wie dein Herz pocht, wenn du das Kostüm anhast. Werde der neue Wunderkoch und begib dich auf dem Pfad Speisen. Hey, warte mal. Warum war dieser seltsame Koch hinter dir her?
Er war nicht hinter mir her, sondern hinter dem ultimativen Rezept. Es handelte sich um ein Rezept, das in meiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Er ist einer der Agenten des Geheimbunds der dunklen Küche. Tja, da ist wohl mehr dran, als man gedacht hätte. Wir von der Familie der Wunderköche sind ständig auf der Suche nach einem Nachfolger, um die Herzen der Küche zu retten, die dem Bösen verfallen sind. Regel, mach weiter so, du verfügst über die notwendigen Qualitäten. Aber ich... Hm? Ich höre die Rufe derer, die unter den dunklen Küchen leiden müssen. Lebt wohl! Ich muss gehen, mein Planet braucht mich. Ich nehme diese Kleidung mit Dankbarkeit an. Ja, trag sie und koch uns mal wieder etwas Gutes. Verstanden. Wir haben den Titel Gott der Küche. Boah. Geil. So, Dingens. Gott der Küche. Der dunkle Chef erscheint, steht auf und da weißt du ja, modernen Kochkunst Ehre. So, wir ändern erstmal auf Kampfkünstler. Glaube ich. Habe ich auch letztens einfach so spontan gewechselt. So, dann habe ich hier noch was entdeckt. Und zwar, ich wollte hier reingehen und meine Kostüme abholen, weil die irgendwie ja gesagt haben, dass sie die Kostüme irgendwie für mich vorbereiten. Und ja, war aber noch nichts. Deswegen habe ich mich noch weiter umgeguckt und bin hier auf was gestoßen. Du bist draußen? Gut, Gefängnis passt nicht zu dir. Wie ist das Level ergangen? Er ist auch rausgekommen. Wer ist Levin? Er ist der Meister, der mir beigebracht hat, mit Beinschienen zu kämpfen. Wäre er nicht gewesen, hätte ich wohl mein Leben in der Arena verloren. Was? Warum hättest du in der Arena sterben sollen? Gefangene müssen in der Arena gegen wilde Tiere kämpfen. Ich wollte nicht mehr kämpfen, weil ich es bereute, Alicia mit meinen Händen getötet zu haben. Levin hat ihm dann gesagt, er solle mit seinen Beinen kämpfen. Natürlich ist das nur Sophisterei, aber er hat mich überzeugt, dass ich weiterleben muss, bis Wale gefangen wird. Und deshalb bin ich heute hier. Und doch wirkst du betrübt. Ich fühle, dass ich meinen Gefährten zuweilen eine Last bin, wenn wir gegen mächtige Gegner kämpfen und nur meine Beine als Waffen einsetze. Deshalb willst du also Levin sehen. Geh zur heißen Quelle am Haus der Besinnung. Er sollte sich dort befinden. Können wir dorthin gehen? Klar doch. Danke, ich möchte meine Zweifel ablegen. So, und ich dachte, hier werde ich direkt dahin teleportiert, aber war nicht so. Bäh. Egal. Heißen Quelle war ich übrigens noch nicht. Ich habe das mit dem Koch und was jetzt folgt gemacht. Also ich kam nur dazu, das zu machen, alles. Und ja, natürlich nach etlichen Erkundungen hier in der ganzen Stadt. Und ja, dann habe ich mich irgendwie voll aufgeregt, dass hier dauernd eine Versammlung irgendwie oder ein Bankett noch nicht stattfindet. Und dann, ja, bin ich hier hingekommen und da hat sich halt erledigt. Lazellus, ein Paket von seiner Majestät ist angekommen. Ach ja, der Empfang oder was das war. Kleidung und Einladungen für jeden sind angekommen. Toll, was für eine Kleidung jetzt zu sein. Ich kann es kaum abwarten, sie anzuprobieren. Der Empfang findet heute Abend im Empfangssaal statt. Ich war noch nie beim Empfang. Ich bin nervös. Ja, der Empfangssaal ist nur Adligen zugänglich. Dürfen wir denn mitkommen? Es geht in Ordnung. Keine Sorge. Doch jetzt sollten wir uns fertig machen. Wo ist mein Zeug? Oh, es tut mir leid, aber es ist keine Sendung für Sir Amigo eingetroffen. Nein, hör zu. Mein Name ist Lloyd. Was? Nichts da für mich? Nein, ich bin im Begriff, einen Boten in das Schloss zu schicken. Ich gehe selbst zum Schloss und hol sie. Ihr könnt schon ohne mich vorgehen. Okay, verlauf dich nicht, du Landei. Wie nennst du ihr Landei? So, jetzt bin ich doch ein bisschen paranoid, was meine Aufnahme angeht. Deswegen mache ich mal kurz hier einen Schnitt und gucke, ob hier alles funktioniert hat. Und ich hoffe wirklich, dass alles funktioniert hat, weil sonst dreh ich durch, Mann! Also, bis gleich! So, diesmal lief alles perfekt und ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Schloss. Sehr schön. Wir holen uns jetzt hoffentlich mal für jeden Charakter so ein Kostüm ab, das wäre richtig geil. So. Seit der letzten Aufnahme, also die nicht funktioniert hatte, weiß ich übrigens nicht, was jetzt passiert. Das war nämlich alles, was ich erledigt hatte und das ist jetzt schon wieder komplett neu. Jetzt ist sie wieder blind. Nur damit ihr das wisst. Was willst du?
Seine Majestät ist bereit auf dem Weg in den Empfangssaal. Meine Kleidung ist nicht eingetroffen. Was geht da vor? Was? Warte einen Moment. Ich frage nach. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Sie wurden in diesen Umkleideraum gelassen. Ich werde Ihnen bei den Umziehen assistieren. Hier entlang, bitte. Was? Nein, das geht schon. Ich kann mich selbst umziehen. Nein, das wird nicht gehen. Kommt jetzt, der Empfang beginnt bald. Bitte beeilen Sie sich. Was heißt Mädchen? Ah, wird die ganze Zeit Mädchen. Ich dachte, er wäre immer noch der Kleriker. Wir haben Ihre Kleidung in Edelmannsstil geschneidert. Der ist zurzeit sehr beliebt. Oh, es steht Ihnen ausgezeichnet. Wirklich? Leute, er hat den Titel Edelmann. Also dann, wir werden Sie zum Empfangssaal begleiten. Ich bin schon selbst hin. Na na, sagen Sie nicht so etwas. Gehen wir. Ah! Das war schlimm. Aber gut, das sieht wirklich luxuriös aus. Mr. Lloyd, nehme ich an, Ihre Begleitung warten auf dem hinteren Balkon. Bestimmt ist es Colette, ja. Wer mag es wohl sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Ach komm. Kann ich jetzt nur für einen Charakter ein Kostüm freischalten? Das wäre ein bisschen doof. Aber wir haben das ganze Spiel schon irgendwie mit Colette gemacht, deswegen. Ja, machen wir Colette. Bestimmt ist es Colette. Die anderen Gäste warten ebenfalls gespannt auf ihre Ankunft. Mr. Lloyd. Warum sprechen Sie nicht mit ihm, bevor Sie zum Balkon gehen? Ja, ich könnte mit dreien von Ihnen reden oder so. Verdammt! Ja, also. Dame. Ich kann mir die nicht öffnen. Nein! Okay, dann kann ich nur mit drei reden. Kann ich dann nur für drei das Kostüm oder was? Wäre richtig blöde. Presseya. Sieht aber hübsch aus. Lloyd, was ist deine kleine Dame? Wie kommst du denn jetzt darauf? Alle haben mich so genannt. Ich glaube, es bedeutet niedlich oder sowas. Dann ist es ein Kompliment. Ja. Ich verstehe, ich bin glücklich. Kleine Dame. Okay, sehr schön. So, wen mag ich denn noch? Regal, vielleicht. Obwohl, Gennis. Gennis kommt warmer. Sieht auch cool aus. Wahrscheinlich kann ich ja nur drei Kostüme freischalten, ne? Hey, Leute. Sheena hat mein Outfit angesehen und mich ausgelacht. Sie sagte, ich wäre viel wie für einen Feiertag angezogen. Feiertag? Was ist das? Es scheint ein Kinderritual aus Mitsuru zu sein. Okay. Und, ja, können wir auch mit Sheena vielleicht reden. Mein Gott, die sieht aber ein bisschen gewagt aus. Du siehst echt aus wie Luke jetzt. Meine Güte. Wie komme ich da hinten zu Sheena? Ich will zu Sheena. Ich will nach Sheena. Hey. Stimmt etwas nicht? Du klingst nervös. Ja, weil ich wie ein von Silos billigen Flittchen aussehe. Überhaupt nicht, Sheena. Killer Body. Danke. Warum gibt er hier so einen Namen? Ich glaube, ich sollte jetzt zur Terrasse gehen. Nein, solltest du nicht. Du kannst noch ein paar andere. Boah, sieht die süß aus. Leute, dem Himmel sei Dank. Du hast dich verspätet und ich habe mir Sorgen gemacht. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich fertig war. Ich habe noch nie zuvor so etwas getragen. Ah, ich verstehe. Aber du siehst cool aus. Dir steht dieses Outfit aber auch gut, Colette. Dankeschön, dass du das sagst. Mann, Tetaola ist der Wahnsinn. Auf Silround gab es niemanden, der so schick war. Ja, es ist ein unglaublicher Ort. Alle sind so reich. Ja, aber lach nicht, okay? Was? Ist das nicht irgendwie spießig? Das habe ich auch gedacht. Sollen wir uns verdrücken? Wenn du gehst, gehe ich auch. Okay, dann nicht zu weg. So kann man es auch machen. Puh, der Empfang gestern war formeller, als ich gedacht habe. Tja, für arme Leute muss das ganz außergewöhnlich gewesen sein. Ich habe dir gesagt, du solltest uns nicht arm nennen. Ja, verdammt, jetzt haben die anderen keine Kostüme bekommen, ne? Wow. Egal. Dann haben wir wenigstens für ein paar hier Dingens bekommen.
suche nach Edelmann. Probier etwas Neues an. Du trägst immer das, was Dirk dir angefertigt hat. So, gucken wir mal bei einem Charakter noch mal. Ein frisches Hemd und eine saubere Hose liegen bereit. Benimm dich also. Das ist auch ein bisschen schade eigentlich. Na, ja, sieht schon ein bisschen komisch aus. Sehr gut. Mein Gott, da hat man echt hier viel Anreiz, das Spiel mehrmals durchzuspielen, habe ich so ein Gefühl. So. Kleine Dame. Ein niedliches Kleid umstreicht ihren Charme, aber Worte werden ihr nicht gerecht. Das sieht auch gut aus. Ja. Wow, Jägerin, ne? Ja, ich glaube schon. Akrobatin. Killer Body. Mach dich nicht mal mich lustig. Warum? Ja, das sieht schon ein bisschen gewagt aus, finde ich. Wie eine Tänzerin irgendwie. Okay. Nachfolgerin. Mein Gott, ich vergesse immer. Akrobatin hatte sie, genau. So, und Dingens, wo ist sie? Hier. Ich glaube, sie hat irgendwie die meisten Titel. Einfach bezaubern. In einem seidenen Kleid bist du meine Angebetete. Okay, das sieht auch richtig hübsch aus. Sehr schön. Okay, dann. Schade, aber die anderen können wir, glaube ich, nicht mehr bekommen. Verdammt. So, Amigo. Oh, 7 Minuten. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Wir könnten ja noch zum Dingens gehen, zum... Boah. Zu den heißen Quellen. Im Haus des Heils oder so. Weil dass sie uns eiskalt hier eine Option geben, welche Kostüme wir haben wollen, welche nicht. Also mal extra nochmal durchspielen. Ach, jetzt kann ich da hin. Okay. Mein Gott, langsam habe ich echt das Verlangen, irgendwie das Spiel nochmal zu Let's Playen. Weil diesmal mit ganzen... die ganze Zeit mit Sound an und all sowas. So, Kit findet auch nicht statt. Ja, du mich auch. So, dann weiß ich nicht. Gehen wir zu den heißen Quellen im Haus des Heils. Aber im Haus des Heils? Wirklich? Das Kolosseum, da machen wir auch noch irgendwann. Vielleicht noch so im 149. Part oder irgendwie dort. Da gucken wir, wie stark die Leute da sind. Der Vorstand wird doch ein bisschen stark sein. Also die Kolosseum-Gegner, die sind immer so eine ganze Ecke stärker als die letzten Bosse. War bis jetzt in jedem Spiel, den ich gespielt habe, so. So, heiße Quelle. Heiße Quelle, Haus der Besinnung. Hier? Der Turm des Heils ist eingestürzt, ey. Also die Leute, die merken ja blitzschnell alles, kann das sein? Ja, Zellos Schwester, ne? Nee. Ach, die ist gar nicht hier. Ah! Ich habe kein Geld mehr gleich. Ah! Dann würde ich sagen, ich werde dann im Hinterkopf behalten, aber wir machen das erstmal, wenn es mir passt. Da würde ich sagen, oder wir können ja schon mal zum nächsten Ort gehen, zu Sybak. Das ist ja hier ein Katzensprung entfernt. Und da müssen wir halt auch noch mit Genesis hier machen, dieses Minispiel. Ah. Das fand ich eigentlich jetzt nicht so toll. Aber irgendwann muss ich jetzt mal versuchen. Dann mache ich mal hier in Sybak einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Days of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bleibe mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.